Der Klimaschutz ist in Sachsen in der Krise und das schon seit Jahren. Der Hauptgrund dafür ist, dass Sachsen bis heute auf die klimaschädlichste Form der Stromerzeugung setzt, nämlich auf die Braunkohleverstromung. Sachsen ist eines der Bundesländer mit den höchsten CO2-Emissionen, verursacht eben durch diese Braunkohlekraftwerke. Wir setzen uns dafür ein, dass Sachsen ein Klimaschutzgesetz nach dem Vorbild von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen einführt. Dort wollen wir verbindliche Klimaschutzziele mit den Zeithorizonten 2030 und 2050. Wir wollen verbindliche Ausbauziele für die erneuerbaren Energien. Wir wollen uns verpflichten, die Landesverwaltung bis zum Jahre 2030 klimaneutral zu gestalten. Wir wollen neue Tagebaue für die Braunkohle verbieten. Wir wollen den Braunkohleausstieg verbindlich vorbereiten und gesetzlich festlegen. Und wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass der Windausbau hier in Sachsen landschafts- und naturverträglich, aber auch im Interesse der Menschen, die am Ertrag beteiligt werden müssen, ausgebaut werden kann.